Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Daily Shops hier auf Snox, seinem Channel. Ja Leute, ich bin wieder am Schlüssel und zeige euch heute an diesem wunderschönen Morgen den Fortnite Item Shop. Ja Leute, ich würde sagen, wir starten direkt rein hier in den Item Shop und ihr seht schon, ein neuer Skin ist am Start. Ich muss sagen, er schaut extrem heftig aus und ja Leute, wir gehen direkt mal drauf. Und zwar haben wir hier den Feuerläufer. Richtig sicker Skin auf jeden Fall. Ich finde die Haare mega nice. Schaut irgendwie aus wie so ein Super Saiyajin mit Hörnern. Und wird auf jeden Fall gekauft, Leute. Richtig, richtig heftiger Skin. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr ihn findet, ob ihr ihn euch kaufen würdet oder nicht. Und ich muss sagen, sein Outfit ist auch nicht schlecht. So, mir gefallen die Sneaker und die Shorts und so. Keine Ahnung, richtig nice Skin. Vergesst natürlich nicht, euren Lieblings-Creator zu supporten. Hier bei Unterstützer einen Creator. Tragt einfach den YouTuber ein, den ihr am meisten feiert. Und ja, passend dazu gibt es auch noch eine Spitzhacke. Und zwar diese Zornesschlag. Und ja, das ist die Picke dazu. Ich weiß noch nicht, ob ich sie mir kaufen werde. Hier ist der Sound, Leute. Das habe ich ja öfters vergessen. Ja, das ist die Spitzhacke, 800 V-Bucks. Ich muss mir noch überlegen, ob ich sie kaufe. Vielleicht kaufe ich sie morgen, aber gerade noch nicht. Der Skin an sich ist richtig heftig, aber die Spitzhacke bin ich mir noch nicht zu 100% sicher. Dann kommen wir zur rechten Seite des Shops und zwar haben wir Raketenrodeo. Einer meiner Lieblings-Emotes, muss ich sagen. Ich feiere den irgendwie, weil es so was Außergewöhnliches war, als er damals reingekommen ist. Und es gab keinen Emote, der so war wie der. Und ja. Richtig feierbar, habe ich mir auch direkt gekauft. 800 V-Bucks ist relativ teuer, aber an sich ein cooler Emote. Dann kommen wir zum nächsten Erntewerkzeug, was heute drin ist. Und zwar haben wir hier die Drachenaxt. Meiner Meinung nach eine relativ coole Pickaxe. Und zwar wegen dem Sound. Ich muss sagen, sie macht einen relativ nice Sound und deswegen spiele ich die sehr gerne und kann sie euch auf jeden Fall empfehlen. Wobei 800 V-Bucks müsst ihr natürlich immer selber wissen, ob ihr sie feiert oder nicht. Aber ich muss sagen, es ist eine coole Pickaxe und ich werde sie auf jeden Fall mit dem Skin hier zusammen spielen, weil die passt von den Farben auch sehr gut zusammen und ja, mir gefällt der Sound dazu. Der nächste Skin von heute ist die rote Verteidigerin. Da haben wir einmal hier die rote Verteidigerin am Start. Kostet 800 V-Bucks. Ich weiß nicht, ich habe sie jetzt nicht so oft gespielt, aber ja, keine Ahnung, ich habe sie mir irgendwie gekauft, warum auch immer. Aber ich habe sie jetzt nicht so oft gespielt. Der nächste Skin im heutigen Shop ist der Scherpenfeldwebel. Ich muss sagen, ein feierbarer Skin. Es ist so ein Pfadfinder und es ist so ultimativer Ben irgendwie. Ja, keine Ahnung. Finde ich cool. Gefällt mir sehr gut. Habe ich schon öfters gespielt und kann ich auf jeden Fall empfehlen. Nicer Skin, Leute. Richtig nice Skin. Und schaut euch die Orden an, Alter. Wie viele Orden er sich verdient hat. 5000. Naja, okay, so viel auch nicht. Leute, dann kommen wir zum nächsten Highlight des heutigen Shops und zwar zu den goldenen Wolken. Eine Waffenlackierung, Leute, richtig nice. 600 V-Bucks, relativ teuer, aber Leute, wird sich auf jeden Fall gegönnt, denn ich hole mir jede Lackierung, die es in diesem Spiel gibt. Ist eine coole Lackierung, ich muss mal gucken, wie sie in-game ausschaut, beziehungsweise ich kann sie euch theoretisch gleich mal zeigen. Und zwar hier auf dem Quad schaut sie so aus, auf den Sturmgewehr schaut sie so aus und ja, Shotgun schaut sie so aus und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid, am meisten feiere ich die Lackierung auf der Sniper, weil die Sniper einfach meine Lieblingswaffe ist. Und ja, ist eine coole Lackierung, kann man auf jeden Fall sich gönnen. Ob es jetzt 600 V-Bucks wert ist oder nicht, müsst ihr natürlich für euch entscheiden, aber wie alles im Fortnite-Shop. Und dann kommen wir nämlich auch schon zum letzten Emote des heutigen Shops und zwar hier die Jubelstimmung. Ey, ey, ey. Und Leute, diese Jubelstimmung werde ich einnehmen, falls ich heute die 300.000 Abonnenten auf meinem Channel knacke. Ich stehe ganz kurz davor. Ich würde mich sehr freuen, falls ihr noch nicht bei mir vorbeigeschaut habt. Checkt den ersten Link in der Beschreibung. Bald ist wieder Snox für euch da. Und Leute, alle haben es in die Kommentare geschrieben. Stimmt oben rechts ab. Wie findet ihr den heutigen Shop? Top oder Flop? Ja, Leute, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns vielleicht gleich auf meinem Channel. Bis dann. Tschüss.